Die Frage nach der politischen Verantwortung des Künstlers ist Leni Riefenstahl immer wieder gestellt worden. Denn als Regisseurin Adolf Hitlers wurde sie gefeiert und verdammt. Ich möchte sagen, 90% der Dinge, die über mich verbreitet sind, sind frei erfunden. Jahrzehntelang hat die Autorin Nina Gladitz Leben und Werk Riefenstahls erforscht. Herausgekommen ist ein Buch über die Karriere einer Täterin. An dieser Frau war nichts echt. Ein überschwappendes Ego. Ein Leben ohne jede Empathie. Leni Riefenstahl gilt bis heute als Genie der Filmkunst. Doch entspricht das überhaupt der Wahrheit? Der Kameramann Willi Zielke bezahlte seine Arbeit für die Regisseurin mit 5 Jahren Psychiatrie. Ich bin lieber hier in der Hölle der Anstalt, als mich Riefenstahl wieder auszuliefern. Die Arbeit am Prolog zum Olympiafilm sei sein Unglück gewesen, heißt es in einem der Dokumente, die Nina Gladitz entdeckt hat. Hat die Regisseurin um des Ruhmes willen die Ideen anderer für sich reklamiert? Und wie tief war Leni Riefenstahl tatsächlich in die Verbrechen der Nazis verstrickt? Statt sich zu erinnern, hat sie, wie Abermillionen Deutsche auch, verdrängt, verleugnet und geschwiegen. Ihr macht bessere Aufnahmen, wenn er weiter weg seid. Die 98 Jahre alte Leni Riefenstahl stellt im Oktober 2000 auf der Frankfurter Buchmesse einen gewichtigen Bildband mit Fotos aus ihrer Karriere vor. Es war einer der letzten öffentlichen Auftritte der Legende mit Nazi-Vergangenheit. Als Figur war Leni Riefenstahl eine der wenigen Frauen, wenn nicht überhaupt die einzige Frau, die Zugang hatte zum Zentrum der Macht während des Nationalsozialismus. Und nach dem Krieg hat sie alles daran gesetzt, genau dieses verschwinden zu machen. Leni Riefenstahl hat stets die Geister geteilt. Als Powerfrau des Dritten Reiches eroberte sie in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die Männerwelt des Films. Zeitlebens wird sie behaupten, sie sei nie an der Ideologie der Nazis interessiert gewesen. Ich möchte Dinge machen, die anderen Freude bereiten. Und um das zu können, um diesen Effekt zu erreichen, muss ich die Realität in meinen Aufnahmen überhöhen, das heißt stilisieren. Und das ist wiederum so zu erklären, dass ich alles in meinen Bildern weglasse, was nicht wichtig ist. Was in meinen Bildern drin ist, die Motive sind begrenzt und zeigen das Wesentliche, was ich sagen möchte. Und das mache ich nicht nur mit Menschen, das mache ich mit allen optischen Motiven. War sie eine moderne Filmemacherin oder nur des Führers Filmamazone? Ist Triumph des Willens, ihr Film über den Parteitag der Nationalsozialisten in Nürnberg, ein Dokumentarfilm oder Propaganda? Als der von Leni Riefenstahl zum Erlöser stilisierte Diktator nach 12 Jahren Deutschland in den Untergang geführt hat, gibt sich die Regisseurin ahnungslos. Französische Truppen besetzen im Sommer 1945 Teile Österreichs und fahnden nach Kriegsverbrechern. Agenten des Geheimdienstes kommen auch in die Villa Seebichel in Kitzbühel. Sie wird von Leni Riefenstahl und ihrem Mann bewohnt. Die Ermittler bekommen Informationen aus der engsten Umgebung der Regisseurin. Sie schreiben einen bislang unveröffentlichten Bericht, der mit dem Code C3 versehen wird. Glaubwürdig. Ihre Mitarbeiter haben eine sehr schlechte Meinung von Leni Riefenstahl. Eine selbstsüchtige, eingebildete, harte Frau, ohne Geist oder wahre Kultur, aber gerissen und mit einer großen Kraft der Verführung oder zumindest der Suggestion ausgestattet.
Als uneingeschränkte Bewunderin Hitlers erklärt sie sich dennoch zum Anti-Nazi. In französischen Geheimdienstarchiven gefunden hat dieses Dossier die Filmemacherin Nina Gladitz, die schon 1982 von Leni Riefenstahl verklagt wurde. Riefenstahl bestreitet vor Gericht, sie habe in einem Lager der SS persönlich Sinti als Statisten für ihren Spielfilm Tiefland ausgewählt. Für eine Fernsehdokumentation von Nina Gladitz war Josef Reinhardt nach Max Glahn bei Salzburg zurückgekehrt, wo die Regisseurin auch ihn auswählte. Die meisten der Komparsen wurden später in Vernichtungslagern ermordet. Jetzt suche ich Zeugen, Zeugnisse und Dokumente aus der Zeit, in der ich im Konzentrationslager Max Glahn bei Salzburg mit meiner Familie inhaftiert war. Und hier aus diesem Lager heraus wurden ich und mindestens 60 andere Zigeuner als Statisten für den Film Tiefland von Leni Riefenstahl persönlich zwangsverpflichtet. Nachdem der letzte Zeuge ausgesagt hatte, kam sie zu mir am Arm ihres Lebensgefährten, blieb keine 50 Zentimeter vor mir stehen und sagte so laut, dass es natürlich alle Umstehenden hören konnten: Sie wissen schon, wo man sie hingebracht hätte und was man mit ihnen gemacht hätte. Trotz dieser Drohung bleibt Lina Gladitz bei ihrer Geschichte und gewinnt das Verfahren in fast allen Punkten. Man hat Filme gemacht über mich. Man hat in allen Zeitungen geschrieben, in Riefenstahl hat Zigeuner aus einem Konzentrationslager geholt. Ich könnte die umbringen, die das geschrieben haben. So hasse ich diese Menschen, die so eine böse Lüge über mich verbreitet. Sie hat den Gerichtssaal wirklich als Bühne benutzt. Und wenn ihr was nicht gepasst hat, hat sie sofort angefangen zu schreien. Am Anfang war das für den Richter eine echte Herausforderung, eine 82-jährige Frau vor sich zu sehen, die wie eine Hysterikerin sich aufführt und brüllt und schreit und mit den Armen fuchtelt und aufsteht und das ist alles nicht wahr, das ist gelogen. Davon unbeeindruckt hat Nina Gladitz weiter recherchiert und den Mythos Leni Riefenstahl kritisch hinterfragt. In ihrem Buch zeichnet sie das Bild einer skrupellosen Frau, der für den Erfolg jedes Mittel recht war. Ich glaube, dass die Riefenstahl alles geworden wäre, wenn es ihr einen Aufstieg nach oben ermöglicht oder versprochen hätte. Ob Tänzerin, ob Schauspielerin, ob Regisseurin, das war für sie vollkommen egal. Nach ihrer Schauspielkarriere in Bergfilmen will Leni Riefenstahl jedenfalls hinter die Kamera wechseln. Ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1931 zeigt die Hauptdarstellerin am Set von Das blaue Licht. Regie führt der ungarische Kommunist Béla Balázs. Leni Riefenstahl assistiert ihm. Produzent ist der damals 33 Jahre alte Harry Sokal. Dieser jüdische Bankier, der Harry Sokal, er hat natürlich ihre Attraktivität immer gesehen als einen Anziehungspunkt auf der Leinwand. Sie war sehr attraktiv und die Rollen, die sie gespielt hat, das hat genau in die Zeit gepasst. So ein selbstständiges junges Ding, das sich ohne Problem in Konkurrenz mit Männern begibt und klettert und alles macht, was Männer machen. Das hat genau gepasst. In Das blaue Licht verkörpert Leni Riefenstahl ein unbändiges Bergmädchen. Nur Junta kennt den Weg zu einer geheimnisvollen Kristallgrotte, die im Mondlicht schimmert. Ich würde denken, dass diese Bergfilme ja ein ganz eigenes Genre sind, dass sie da eigentlich immer die gleiche Frauenrolle verkörpert hat. Zwei Männer schlagen sich um eine Frau, einer fällt am Ende vom Berg. Und dass ihre schauspielerische Leistung Stummfilmschauspielerei ist. Das ist sehr viel Mimik, aufgerissene Augen, geöffneter Mund. Produzent Sokal wird später berichten, wie Leni Riefenstahl auf die schlechten Kritiken von jüdischen Journalisten reagiert haben soll.
Von Fremdlingen, die unsere Mentalität, unser Seelenleben nicht verstehen, werde sie sich ihr Werk nicht zerstören lassen. Auch der Regisseur von Das blaue Licht, Béla Balázs, bekommt Riefenstahls Ehrgeiz und latenten Antisemitismus zu spüren. Soweit das rekonstruierbar ist, war bei der ersten Aufführung dieses Films unter Regie ausschließlich Béla Balázs verzeichnet. Und Leni Riefenstahl tauchte auf unter Mitarbeit. Als Balázs im Exil war, wurde der Vorspann entsprechend verändert. Und da stand dann unter Regie nur noch Leni Riefenstahl. Und eine Fortsetzung findet diese Selbstermächtigung von Frau Riefenstahl darin, dass Balázs etwas später sein zurückgestelltes Honorar versucht hat zu bekommen. Und Riefenstahl dann ausgerechnet Julius Streicher beauftragt hat, sich dieser Sache anzunehmen. Und da gibt es ein Schreiben von Frau Riefenstahl an Streicher, wo er also die finanziellen Forderungen des Juden Béla Balázs abwehren soll. Der Herausgeber der antisemitischen Hetzschrift Der Stürmer ist eng befreundet mit Leni Riefenstahl. Als Gauleiter von Franken kümmert sich Julius Streicher um die Reichsparteitage der Nazis in Nürnberg. Nach seiner Machtübernahme 1933 will Adolf Hitler die Propagandaschau professionell dokumentieren lassen. Als erklärter Fan von Das blaue Licht hat sich Hitler ein Jahr zuvor im friesischen Horumersiel mit Leni Riefenstahl getroffen. Damals soll er ihr gesagt haben: Wenn wir einmal an die Macht kommen, dann müssen Sie meine Filme machen. »1933 erhält Riefenstahl von Hitler den Auftrag, die Reichsparteitage der Nazis zu dokumentieren. Sie ergreift die Chance, sich als visionäre Künstlerin zu profilieren. Ich denke, dass Hitler gesehen hat, dass Riefenstahl eine Persönlichkeit war, die in der Lage war, seine Vorstellungen auch von der Selbstinszenierung in die großen Massen hineinzutragen. Dieses Potenzial in Riefenstahl hat Hitler erkannt und es war auch ein doppeltes Potenzial. Einerseits die Fähigkeiten, die Riefenstahl hatte, seine Vorstellungen einer propagandistischen Selbstinszenierung in bewegte Bilder zu transportieren und andererseits eben auch die Person Riefenstahl selber, die Teil eben des Propagandabildes des Dritten Reiches wurde. Vor allem Triumph des Willens ist bis heute heftig umstritten. Von Riefenstahls Bewunderern als geniales Meisterwerk gepriesen, halten deren Kritiker den Film für ein perfides Machwerk der Nazi-Propaganda, eine dämonische Orgie des Hasses. Unbestritten ist die Suggestivkraft, die Hitler und seine Regisseurin entfalten. Ich vermute, dass sie Eigenschaften ihrer selbst in den jeweils anderen hineinprojiziert haben. Und dass diese Eigenschaften vor allen Dingen zu tun hatten mit dem Größenwahn, den man wohl beiden zurechnen kann. Also Riefenstahl hat Hitler sicher für den großen Erlöser der Deutschen gehalten, der die Deutschen und Deutschland in eine strahlende Zukunft führen wird. Und Hitler hat in Riefenstahl die begnadete Regisseurin gesehen, die ihm auf diesem Weg die geeigneten Bilder liefern wird. Letztlich gründet sich der Mythos der Regisseurin auf diesen Film. Die berühmtesten Szenen werden bis heute in zahllosen Dokumentationen über Hitler und das Dritte Reich gezeigt. Für Leni Riefenstahl zeitlebens ein Ärgernis. Ich habe einen Film gemacht, einen Dokumentarfilm. Nicht eine Zeitung hat geschrieben, der Triumph des Willens ist ein Propagandafilm. Nicht eine Zeitung in der ganzen Welt hat das vor 1945 geschrieben. Keine. Und nach dem Krieg alle. Plötzlich bin ich die Verbrecherin, die ein Verbrechen begangen hat. Und vorher bin ich überhäuft worden mit Preisen. Die Nazis waren ja nicht an Kunst interessiert, die waren nur an Propaganda interessiert. Und sie hat verstanden, sich gute Leute
die besten Kameraleute zu beschaffen. Das waren alles 150%ige Nazis. Doch welchen Anteil hat Leni Riefenstahl tatsächlich an den legendären Aufnahmen? Sie verpflichtet Profis, die ein Gespür für ungewöhnliche Blickwinkel und innovative Ideen haben. An einen der monumentalen Fahnenmasten wird sogar ein Fahrstuhl montiert, um spektakuläre Aufnahmen von oben zu ermöglichen. Leni Riefenstahls eigentliche Arbeit beginnt im Schneideraum. Sie kennt kein Drehbuch, sie kennt keinen festen Aufnahmeplan. Wird sich der Kameramann Willi Zielke später erinnern. Und es komme ihr gar nicht so sehr auf die Qualität an, sondern ausschließlich auf die Menge des gedrehten Materials. Damit wurde auch Riefenstahl eine Ikone, die einerseits Filme macht und andererseits auch für so eine Art, ja, für die moderne Seite des Nationalsozialismus stand. Im Gegensatz eben zu dem, was man sonst aus dem Dritten Reich an Bildern bekam, von Aufmärschen und Fackelzügen. In diesen Szenen aus Triumph des Willens mit den nächtlichen Aufmärschen und Reden des Diktators wirkt die Lichtregie revolutionär. Geniale Idee oder einfach nur Kopie? Nina Gladitz beschreibt in ihrem Buch, wie sehr sich Leni Riefenstahl offenbar von der Arbeit eines Kollegen inspirieren ließ. Willi Zielke war wirklich ein Pionier der Foto- und Filmgeschichte in den 20er Jahren, der eine Meisterklasse geleitet hat an der Fotofachschule in München, wo er auch studiert hatte, der wahnsinnig erfahren war, der sich dann dem Film zugewandt hat und dessen erster Film, Arbeitslos, das Schicksal von Millionen, den hat sie gesehen, bevor sie Triumph des Willens gedreht hat. Kurz nach der Machtübernahme der Nazis wird der Film noch uraufgeführt. Willi Zielke glaubt an Hitlers Versprechen, die Arbeitslosen von der Straße zu holen und hofft auf eine Zukunft für sich und sein Werk. Doch der Film wird von der Zensur nicht freigegeben. Willi Zielke hat immer sehr gute Drehbücher geschrieben und hatte unheimlich viele Einfälle, optische Einfälle und so. Er wollte auch Filme machen, die leben von der Collage oder von der Lichtführung vor allem auch. Und da hat er unheimlich viele Ideen gehabt, dass er zum Beispiel diese Schwenks da in Arbeitslos, ne, da hat er komplizierte, mit einfachen Mitteln ganz komplizierte Einstellungen gemacht. Da hat er schon mit 35 mm perfekt professionelle Filme gemacht. Dieser Film, es ist ein unglaublich moderner, wahnsinnig interessanter Film. Die Riefenstahl hat sofort verstanden, wer dieser Willi Zielke für sie sein wird. Nämlich ihr größter Rivale und Konkurrent. Nina Gladitz hat für ihr Buch recherchiert, wie die Regisseurin hinter den Kulissen aktiv geworden ist. Der Nächste. Im Auftrag der Reichsbahn dreht Willi Zielke 1935 einen Film zum 100. Jubiläum der Eisenbahn in Deutschland. Wieder sind es ungewöhnliche Kameraeinstellungen und die furiose Montage, die das Stahltier zu einem Meisterwerk machen. Doch auch Zielkes zweiter Film scheitert an der Zensur. Offiziell heißt es, der Film könne den Deutschen nicht zugemutet werden. Nina Gladitz glaubt, dass Riefenstahls Freund Julius Streicher das Verbot eingefädelt hat. Die Indizienkette beginnt mit einer Passage aus dem Dossier des französischen Geheimdienstes. 1945 befindet sich in Riefenstahls Haus eine Kopie von Das Stahltier. Mit dem Einverständnis von Leni Riefenstahl hat der Dienst den Film gesichert. 1935 will der Präsident der Reichsbahn Das Stahltier eigentlich noch groß herausbringen. Allein der Propagandaminister kann das Verbot kippen. Leni Riefenstahl hat den Film bereits gesehen und eine Kopie an sich gebracht. Sie habe den Plan gefasst, schreibt Gladitz, mit Hilfe von Josef Goebbels die Zulassung des Films zu verhindern, um so Willi Zielke an sich zu binden. Es ist einfach unglaublich, wie geschickt sie umgegangen ist mit Politik. Und der Goebbels hat es auch ganz schnell erkannt, denn schon im Juni 1933 hat er in sein Tagebuch geschrieben,
Sie ist die einzige unter allen Stars, die uns versteht. Im August 1935 schickt Leni Riefenstahl ihren Vertrauten, den Kameramann Walter Frenz, nach München, um Willi Zielke nach Berlin zu locken. Mit einer Lüge. Auf einmal stand dieser Frenz vor ihm und sagte: Ja, lieber Herr Zielke, Ihr Film ist ja leider verboten worden. Das ist ja ganz schrecklich. Aber ich darf Ihnen sagen, Goebbels hat ihn sich angesehen, war total begeistert. Und Frau Riefenstahl möchte Sie kennenlernen, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Der Zielke in seiner grenzenlosen Naivität hat gedacht, ja, was Besseres kann mir ja gar nicht passieren. Und die Riefenstahl mit ihren tollen Beziehungen zu Goebbels, die wird dafür sorgen, dass mein Stahltierfilm aus der Zensur befreit wird. Und dann war es passiert. Er ist nie wieder aus dem Einfluss von der Riefenstahl rausgekommen, bis ins Jahr 46. In Wahrheit hatte der Propagandaminister aber das Stahltier noch gar nicht gesehen. In Anwesenheit der Regisseurin gibt es schließlich eine Vorführung. Und Goebbels bestätigt die Zensur. Willi Zielke lässt sich von Leni Riefenstahl für den Olympiafilm engagieren. Er hat schon gesehen, als er sie zum ersten Mal kennengelernt hat und dann auch in Berlin bei dieser Aufführung, als sein Stahltier bei Goebbels gezeigt wurde, da hat er sie schon als dominant empfunden. Allein ihre schrille Sprache hat ihn gestört. Da war er schon skeptisch. Aber irgendwo natürlich begeistert, dass er jetzt einen Auftrag hatte, einen Film zu drehen, wo er wirklich selber das Drehbuch schreiben konnte, die Kamera führen konnte und alles sozusagen eigenständig machen konnte. Im Sommer 1936 stehen das Dritte Reich und seine Hauptstadt ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Berlin gibt sich weltoffen. Nationalsozialistische Propaganda und antisemitische Hetzparolen sind aus dem Straßenbild verschwunden. Leni Riefenstahl ist auserkoren worden, die Wettkämpfe filmisch zu dokumentieren. Ich würde Olympia genauso für einen Propagandafilm halten wie Triumph des Willens. Weil eine Olympiade findet nicht statt außerhalb politischer Überlegungen. Das IOC ist an den deutschen Staat herangetreten und der deutsche Staat hat Leni Riefenstahl beauftragt, nicht das IOC direkt. Und das Geld für den Olympiafilm ist auch nicht vom IOC gekommen, sondern auch das kam vom deutschen Staat. Mit ihrem Kameramann Walter Frenz sucht die Regisseurin wieder nach außergewöhnlichen Einstellungen, um das Sportereignis ins Bild zu setzen. Um die eigentlichen Wettkämpfe filmisch interessanter zu machen, dreht sie auch Szenen außerhalb der Stadien. Zeitlebens verwahrt sich die Regisseurin gegen Behauptungen, auch Olympia sei ein Film für Adolf Hitler gewesen. Olympia has nothing to do with Hitler. Olympia, Hitler was very unhappy that I have made a film Olympia, because he was not a little bit interested in the Olympia. He don't want to see that black people are winner. He was afraid that the German lose. It was the biggest sensation that in the Olympic Games in the year 36, the German have received 33 gold medals. Nobody have believed this before. And all people have said they have won the gold medal because Hitler was coming every day to the stadium. And because he was in the stadium, they make gold medal. That was the legend of this time. Unter der Regie von Leni Riefenstahl belichten die Kameramänner Unmengen von Filmmaterial. Doch berühmt wird Olympia vor allem durch seine Eröffnungssequenz. Der Prolog setzt die Idee in Szene, dass die Olympischen Spiele 1936 nahtlos an die antike Tradition anknüpfen. Damit beauftragt Leni Riefenstahl Willi Zielke. Er stürzt sich in die Arbeit, erfindet neue Techniken und komplizierte Kameraeinstellungen. Er hat ja eigentlich ganz selbstständig in Griechenland gedreht. Da war sie ja nicht dabei, nur zum Schluss. Und da hat er eigentlich sehr selbstständig, auch nach Drehbuch, diesen ganzen Prolog gedreht.
und auch die Weiterführung dann. Er hat dann auch für den Prolog diese Dreharbeiten an der Kurischen Nährung, wo er die Tänzerinnen ausgesucht hat. Das hat er alles sehr selbstständig gemacht, da war Riefenstahl nicht beteiligt. Die Riefenstahl hat nicht mit Traum dran gedacht, den Zielke seine Meriten zu überlassen. Und sie hat den Prolog umgeschnitten. Und da gab es ganz schreckliche Auseinandersetzungen. Und das hat dazu geführt, dass er begriffen hat, es ist schon sein dritter Film, den er verliert. Willi Zielke ist am Boden zerstört. Aber gegen die mächtige Regisseurin kann er nichts ausrichten. Noch Jahrzehnte später kokettiert Leni Riefenstahl damit, sie habe sich bei ihrer Arbeit von den Griechen und den Meistern der Renaissance inspirieren lassen. Michelangelo und Raphael und diese früheren klassischen Künstler haben auch hauptsächlich schöne Motive gewählt, wo man sagt, das ist ein wunderschönes Motiv oder es ist ein sehr schönes Objekt und so weiter. Nur hat man da das nicht gesagt. Bei mir sagt man, das ist eine Schande, sie fotografiert hauptsächlich Schönheit. Eine Reihe von Fotos in Schönheit im Olympischen Kampf hat Willi Zielke gemacht. Dieses Buch über die Olympischen Spiele mit den Fotografien stammt aus dem Nachlass von Zielke und er hat mir dieses vermacht und hat die Fotos, die von ihm stammten, die in Griechenland von der Akropolis und von den griechischen Tempeln und in der Glyptothek in München für den Prolog gefilmt wurden, hat er parallel mit seiner großen Kamera festgehalten und teilweise auch die Fotos, die auf der Kurischen Nährung dann für den Prolog gedreht wurden, mit den Athleten, hier diese berühmte Geschichte mit dem Diskuswerfer. Das war so eine Überblendung. Oder hier die Szenen mit den Tempeltänzerinnen. Da hatte er von Tanzschulen junge Tänzerinnen engagiert und hatte diese Szenen nach seinem Drehbuch gedreht in dem Gebiet dieser Dünen. Zielke hat, um zu sagen, diese Fotos sind von ihm, seinen Namen drunter geschrieben, die eindeutig von ihm sind und die später nach seinem Tod eben von Riefenstahl zum Teil von ihr signiert in den Galerien und Auktionen verkauft wurden für Preise von 2.500 bis 9.000 Euro pro Bild. Wie schon beim blauen Licht wartet die Künstlerin offenbar so lange, bis sie ohne nennenswerten Widerstand das Werk eines anderen als ihr eigenes ausgeben kann. Aus ihrer Sicht dient die innovative Arbeit der Kameraleute allein ihrem Genie. Doch der Schnitt des Olympiafilms zieht sich über anderthalb Jahre hin. 1938 ist das Werk endlich fertig. Zunächst wird Willi Zielkes Name noch in Film und Bildband erwähnt. Doch später wird er aus den Credits entfernt. Als Zielke 1982 auf Einladung von Dieter Hinrichs die Fotoschule in München besucht, hat der 80-Jährige bereits seine Erinnerungen zu Papier gebracht, in denen er seine Leidensgeschichte erzählt. Zielke hat dann wirklich Zwangsvorstellungen gehabt, dass man ihn beobachtet und ihn verfolgen wollte. Und er hat dann wirklich einen regelrechten Nervenzusammenbruch gehabt, sodass die Frau und auch der Onkel von der Frau kamen und gesehen hatten, dass er einen richtigen Tobsuchtanfall hatte und dass man dann ihn in die Klinik einlieferte. Bei den Recherchen für ihr Buch hat Nina Gladitz im Landesarchiv von Sachsen-Anhalt in Dessau eine bislang unbekannte Akte aufgespürt. Darin befinden sich Dokumente über den wegen Geisteskrankheit entmündigten Kulturfilmhersteller, die wertvolle Belege für die zweifelhafte Rolle Leni Riefenstahls bis 1946 sind. Der Zielke ist eingewiesen worden im Februar 1937 und hat sofort die falsche Diagnose Schizophrenie verpasst bekommen. Er hatte eine vorübergehende Depression und
Er ist aufgrund dieser Diagnose sofort im Juli 37 zwangssterilisiert worden. Eine Woche nach diesem schrecklichen, brutalen Eingriff ist sie in die Klinik gekommen und wollte, dass er mit ihr geht. Sie würde ihn pflegen und der Zielke hat sich geweigert, mit ihr zu gehen. Leni Riefenstahl hat Zielkes Ehefrau versprochen, dass sie die Behandlung bezahlen werde. Es ist eine Lüge, mit der es ihr gelingt, sich nicht nur des Werks zu bemächtigen, sondern auch weitere Negative und Fotos in ihren Besitz zu bringen. Riefenstahl hatte natürlich von ihm die Fotos für die Druckvorlagen bekommen. Und er hatte aber viele dieser Fotos auch noch bei sich. Und die hat Riefenstahl dann sich angeeignet, als er in der Psychiatrie war, die er zu Hause noch hatte und die seine Frau an Riefenstahl übergeben hat. Und dadurch konnte sie sozusagen die Fotos auch später dann eben selbst signieren und verkaufen. Also sie hat sich regelrecht bereichert von Fotos, deren Werkrechte sie nicht hatte. Bevor die Entmündigung 1946 aufgehoben wird, muss ein nervenärztliches Gutachten erstellt werden. Willi Zielke berichtet dem Arzt, dass die Arbeit am Prolog für den Olympiafilm sein Unglück gewesen sei. Weiter heißt es in dem Dokument: Aus der Tatsache, dass sein Name überhaupt nicht genannt war, ziehe er den Schluss, dass Frau Riefenstahl den Ruhm sich aneignen wollte und ihn, um ihn auszuschalten, in eine Heilanstalt überweisen ließ. Der Deutsche Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit zuerkannt. In fast zweijähriger Arbeit ist dieses monumentale Filmwerk geschaffen worden. Mit einem Fleiß ohnegleichen, mit vorbildlicher Genauigkeit, mit größtem technischem und künstlerischem Können wurde hier eine Leistung vollbracht, die nicht nur bei uns, sondern auch in der Presse des Auslandes die größte Bewunderung fand. Am 1. September 1939 überfällt die Wehrmacht Polen. Europa stürzt in den Zweiten Weltkrieg. Teil der Pläne Hitlers ist die systematische Vernichtung der polnischen Intelligenz und der jüdischen Bevölkerung. In der kleinen Stadt Konskie kommt es am 12. September zu einem Blutbad, dessen Zeugin auch Leni Riefenstahl wird. Wie sie da hingekommen ist, das lässt sich relativ leicht rekonstruieren. Also es gibt Aufzeichnungen des Generals von Manstein, der zu der Zeit da war. Der spricht halt davon, dass auf einmal eine burschikose Regisseurin in seinem Machtbereich aufgetaucht sei mit einem Führerauftrag. Es gibt auch Belege, dass Leni Riefenstahl nicht im Auftrag der Wehrmacht, sondern im Auftrag des Führers in Polen war. Ein Wehrmachtssoldat fotografiert den brutalen Übergriff auf die jüdischen Bewohner von Konskie. 22 Menschen werden getötet. Leni Riefenstahl will dagegen protestiert haben, doch der Verantwortliche kommt mit einer geringen Strafe davon. Leni Riefenstahl hat den Auftrag, Hitlers ersten Feldzug zu dokumentieren. Mit ihren Mitarbeitern bleibt die Regisseurin immer in der Nähe des Diktators. Sie will seinem Lebenswerk ein filmisches Denkmal setzen. Am Krieg selbst hat sie kein Interesse. Zudem arbeitet sie seit Jahren am Drehbuch eines Spielfilms, Tiefland. Es ist ein gemeinsames Traumprojekt von Hitler und Riefenstahl. Das Drehbuch basiert auf dem Libretto einer französischen Oper, die der Diktator besonders schätzt. Nach Triumph des Willens seien sie nur privat zusammengekommen, behauptet die Regisseurin nach dem Krieg beharrlich. I have received from Hitler his word that I never must make any film for the party or for him. It was my last. That was the year 34. After them I have never made a film for Hitler. Die pathetische Geschichte vom Sieg des Guten über das Böse wird unter Leni Riefenstahls Regie zu einem nationalsozialistischen Machwerk. Tiefland kommt erst 1954 in die deutschen Kinos und wirkt wie ein verstaubtes Bauerntheater.
Die ursprüngliche Absicht ist nicht mehr erkennbar. Vordergründig geht es um einen spanischen Großgrundbesitzer, der seine Bauern ausnimmt und der ihnen das Wasser verweigert, weil ihm seine Kampfstiere wichtiger sind. Der also erstens nur auf seinen Vorteil bedacht ist und zweitens gar nicht arbeitet, sondern sein Kapital erwirtschaftet mit Ausbeutung der Bauern. Diese Art der Erwirtschaftung von Kapital wurde immer den Juden zugeschrieben. So dass man also durchaus sagen kann, mit einiger Berechtigung, dass die Figur dieses spanischen Großgrundbesitzers, dass diese Figur den Juden verkörpert. Und dass der Gegenspieler, der Held, dass der auf alle Fälle eine arische Figur ist, der also da den Juden umbringt. Hast du den Wolf getötet? Ja, Herr, ich habe ihn erwürgt. Hitler persönlich stellt sicher, dass die Dreharbeiten zu Tiefland finanziert werden. Mit über 6 Millionen Reichsmark wird es der zweitteuerste Film des Dritten Reichs. Als Kameramann möchte Leni Riefenstahl keinen anderen als Willi Zielke haben, der seit 3 Jahren in einer Heilanstalt lebt und die Regisseurin für sein Martyrium verantwortlich macht. 1940 ist dann ein Produktionsleiter von Riefenstahl in Haar erschienen und hat gesagt, Riefenstahl braucht ihn, um wieder die Kamera zu übernehmen. Und dann hat er zu dem Produktionsleiter gesagt, ich bin lieber hier in der Hölle der Anstalt, als mich Riefenstahl wieder auszuliefern. Das hat er wirklich dann zu dem gesagt. Und dann hat er den absolviert, er wollte mit dem nicht mehr reden. Und er ist dann wieder zurückgefahren und hat Riefenstahl erzählt. 1940 berichtet die Berliner Illustrierte über den Beginn der Dreharbeiten zu Tiefland. Ursprünglich sollte der Film an Originalschauplätzen in Spanien gedreht werden. Doch der Krieg hat diese Pläne zunichte gemacht. Und so weicht Leni Riefenstahl ins Karwendel aus und lässt dort unter immensem Aufwand Kulissen errichten. Für die großen Szenen benötigt sie viele Komparsen. Doch die Bauernfamilien aus der Umgebung kommen nur zum Teil in Frage. Und so macht sich die Regisseurin auf die Suche nach geeigneten Statisten. Der Fall der Sinti und Roma, die für Leni Riefenstahl arbeiteten, wird nach dem Krieg Gegenstand mehrerer Prozesse. Welches ist denn Ihrer Meinung nach die größte Lüge, die über Sie verbreitet worden? Also die gemeinste Lüge, die mich am meisten getroffen hat und die immer wieder verbreitet wird, ist, dass man behauptet hat, ich wäre in einem Konzentrationslager gewesen und hätte Zigeuner dort engagiert für meinen Film Tiefland. Das ist ungeheuerlich, denn erstens mal gab es da, wo man das vermutet, überhaupt kein Konzentrationslager. Zweitens war ich nie da in einem Lager, ich war nie in Salzburg. Man behauptet, ich war dort im Lager und habe persönlich die Zigeuner engagiert. Für einen Dokumentarfilm hat Nina Gladitz Anfang der 80er Jahre Überlebende aufgespürt. Überzeugend berichten sie, wie Leni Riefenstahl die Sinti im Lager Max Glahn ausgesucht hat. Haben wir doch da einen Film gedreht. Ja. Kannst du dich auch erinnern? Du? Ja, ja, das war mit der Leni Riefenstahl. Ja, richtig, genau. Ja. Und wann kam, dann kam die Leni Riefenstahl, wo kam sie oder wo hast du sie das erste Mal gesehen? Also in Salzburg. Im Lager. Ist sie gekommen mit einigen Herren noch. Ja. Mit der Meinung, dass sie dazugehört hat. Und hat sich da also ausgesucht, was sie an Personen braucht, das für den Film. Ja. Eine Fotografin dokumentiert am Set die Dreharbeiten mit den Sinti. Offiziell werden die Statisten für Tiefland entlohnt. Doch das Geld zahlt die Riefenstahl-Produktion direkt an die SS. Die Männer sind als Geiseln im Lager geblieben. Und das war deswegen so dramatisch, weil die Frauen natürlich ohne Hilfe und Unterstützung ihrer Männer dann bei den Dreharbeiten waren. Für die Kinder war es ganz besonders schlimm, weil gedreht wurde von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. In diesen dicken spanischen Kostümen, bei Wind und Wetter, bei Eiseskälte, bei
Hitze, die Kinder sind teilweise umgefallen, wurden schlecht ernährt, mussten wie Tiere nachts eingesperrt in einer Holzscheune auf Stroh schlafen. Also das waren wirklich grauenhafte Bedingungen. Die Zigeuner, die in meinem Film mitgewirkt haben, waren alles Freunde. Die haben mir Briefe geschrieben. Sie haben gesagt, es war die schönste Zeit ihres Lebens, wo sie bei Tiefland mitgearbeitet haben. Wir konnten gar nicht so viel arrangieren, wie mitkommen wollten. Leni Riefenstahl behauptet immer wieder, sie habe alle ihre Statisten nach dem Krieg wiedergesehen. Tatsächlich wurden die meisten in die Vernichtungslager der Nazis deportiert. Ob sie ahnte oder sogar wusste, was dort mit ihnen geschehen würde, kann auch vor Gericht nicht bewiesen werden. Im Film von Nina Gladitz berichten Zeugen sehr bewegend, was dann in Auschwitz geschah. Aber dass die Mutter von den fünf Kindern, mit den fünf Kindern, wie ich gehört habe, von der Schwester von ihr, also mit vollem Bewusstsein in der Gaskammer reingegangen sind und sind vergast worden. Wo sie es jahrelang zugesehen haben, wenn der Transport gekommen ist, sind da reingekommen und sind nicht mehr rausgekommen. Und das haben die nicht zugesehen. Und dann vielleicht sind sie auch mit rein. Ja, die Kinder waren alle im Film. Ja, die Kinder waren alle. Alle, ja. Und da war nur eine Schwester, gerade von dem Mann, also von dem Familienvater, eine Schwester, die hat nur ein Kind gehabt. Die ist auch am Leben geblieben, Munzler. Ne? Ja. Und da hat die eine Frau gesagt, ich habe fünf Kinder, lass doch die Tochter bei mir und du kannst in das Arbeitslager gehen. Da kommst du davon. Da hat sie gesagt, nein, ich lasse mein Kind nicht allein. Wenn man die Kompassenlisten hat, mit den Namen und den Geburtsdaten drauf, kann man im Totenbuch der Sinti und Roma in Auschwitz nachgucken, wer ermordet wurde. Und das waren rund 80% ihrer Komparsen wurden ermordet. Anfang Oktober 1943 prahlt SS-Chef Heinrich Himmler vor hohen Partei- und SS-Führern, die Ausrottung des jüdischen Volkes werde schon bald erledigt sein. Leni Riefenstahl fehlt zu diesem Zeitpunkt noch eine Einstellung für ihren Film. Es gab eine zentrale, entscheidende Szene in Tiefland. Das ist die Schlüssel- und Schlussszene dieses Films. Ich nenne sie immer die sogenannte Paradieseinstellung. Und dafür wollte sie auf Biegen und Brechen den Willi Zielke haben, weil da kam es ganz besonders aufs Licht an. Zielke ist inzwischen aus der Heilanstalt entlassen worden. Es geschah dies auf unablässiges Drängen seiner Angehörigen und Frau Leni Riefenstahl. Heißt es in seiner Akte. Seine Mutter lebt in Blankenburg im Harz. Hier soll sich der nach Hungerstreiks abgemagerte Filmemacher von den Strapazen erholen, damit er, wie das Dokument weiter vermerkt, im Laufe der Zeit wieder nutzbringend in den Filmproduktionsprozess eingeschaltet werden könne. Zielke müsse unter sorgfältiger Bewachung gehalten werden, sodass es ihm unmöglich ist, ohne unser Wissen eigenmächtig irgendetwas zu unternehmen. Das verspricht Ambrosius Kuckelkorn, ein Schwager von Zielkes Mutter. Der neue Vormund führt eine Liste, in der die geleisteten Arbeiten in Sachen Willi Zielke akribisch genau aufgeführt sind. Wichtige Belege für die weiteren Ereignisse, die Nina Gladitz recherchiert hat. Am 8. Oktober 1943, zwei Tage nach den Enthüllungen Heinrich Himmlers über die sogenannte Endlösung der Judenfrage, soll der Vormund Willi Zielke zu Leni Riefenstahl nach Berlin bringen, um die Schlussszene von Tiefland zu besprechen. Statt mit dem Kuckelkorn zusammen in Zug zu fahren, ist er alleine nach Berlin gefahren, ist von der Gestapo kontrolliert worden und als Entmündigter hatte er keine Papiere. Hat eine Nacht im Knast übernachtet und wahrscheinlich hat ein Anruf dann bei der Riefenstahl im Büro genügt und dann ist er wieder freigelassen, ist also alleine in Berlin angekommen. Und der Kuckelkorn ist ihm sofort hinterhergereist. In seine Liste notiert der Vormund: Reise nach Berlin zwecks Besprechung seiner Arbeit. Zielke fuhr ohne mich hin. Frau Riefenstahl übertrug Zielke die Arbeit nicht. Er musste mit mir zurückfahren. Da wusste die Riefenstahl, jetzt endlich kann sie den Film fertig machen. Und jetzt macht der Zielke Sperrenzchen. Der entscheidet schon wieder für sich,
was er für richtig findet. Und das war eine unglaubliche Provokation. Und da hat sie Panik bekommen und hat einen Erpresserbrief geschrieben an seinen Stiefvater, den neuen Ehemann seiner Mutter. Die Regisseurin will ein Exempel statuieren und droht unverhohlen mit Konsequenzen. Wir hoffen, dass Ihnen der letzte Vorfall deutlich gezeigt hat, dass ein anderes Handeln sich für Willi nur schädlich auswirkt. Heil Hitler, gezeichnet Leni Riefenstahl. Da ist also aus der Retterin auf einmal eine Todesbotin geworden. Denn wenn das wahr geworden wäre, was da drin steht, das hätte der Zielke nicht überlebt. Willi Zielke ist klar, dass eine Rückkehr in die Heilanstalt wahrscheinlich seinen Tod bedeuten würde. Und so schreibt er einen Entschuldigungsbrief an das Amtsgericht in Blankenburg. Dank einer Aufklärung von Frau Leni Riefenstahl sei noch vor dem Eintreffen des Schreibens die Verständigung zwischen ihm und seinem Vormund gesichert worden. Im September 1944 reist der Kameramann schließlich nach Prag, um dort die aufwendige Schlusseinstellung von Tiefland auszuleuchten und zu drehen. Folgt man der Theorie, dass Tiefland als antisemitischer Film geplant war, so tötet der arische Schafhirte schließlich den jüdischen Großgrundbesitzer, so wie die Nazis inzwischen Millionen europäische Juden ermordet haben. Doch es sollte noch die letzte Einstellung folgen, die von Willi Zielke. Diese Szene unterscheidet Tiefland von allen anderen antisemitischen Filmen. In all diesen Filmen geht es um die Ermordung der Juden. Aber was passieren soll oder kann oder wird, wenn es gelungen ist, das europäische Judentum zu beseitigen, davon ist in keinem Film die Rede. Das erste Mal in Tiefland. In Tiefland gibt es eine Perspektive. Die Befreiung des Mädchens aus der Gewalt des Unterdrückers und der Gang ins Paradies als Metapher für eine nationalsozialistische Welt ohne Juden? Leni Riefenstahls Ende von Tiefland als Symbol für die Shoah? Letztgültig beweisen lässt sich diese These von Nina Gladitz nicht. Doch die Autorin hat Hinweise darauf gefunden, wie sehr der Diktator bis zum Untergang an dem gemeinsamen Projekt interessiert war. In dem Dossier des französischen Geheimdienstes aus dem August 1945 ist vermerkt, dass Hitler ihr die Einrichtung eines Filmateliers in ihrer Villa ermöglicht hat. Für die Fertigstellung von Tiefland habe er noch einmal 350.000 Reichsmark zur Verfügung gestellt. In Kitzbühel verfügt Leni Riefenstahl 1944 über moderne Schneideräume. Doch mit der Arbeit an Tiefland ist sie offenbar überfordert. Und so verlangt sie von Ambrosius Kuckelkorn, Willi Zielke zu ihr zu bringen, um den Film unter ihrer Aufsicht zu montieren. Da ist er im Oktober nach Kitzbühel gereist mit einem Vormund. Also er konnte ja allein nicht reisen. Da hat er sozusagen sich in die absolute Kontrolle von Riefenstahl begeben müssen. Sie haben kaum zu essen bekommen, während sie hatte gefüllte Kühlschränke und so. Sie hatte alles da zur Verfügung. Sie ist dann noch zum Skilauf gegangen, während er da irgendwo ziemlich einfach untergebracht war. Er war eigentlich sehr enttäuscht, wie Riefenstahl ihn dort behandelt hat. Zielke hungert und darf das Haus nur mit ihrer Erlaubnis verlassen. Erst als die Rote Armee im Januar 1945 den Sturm auf Nazi-Deutschland beginnt, darf der Kameramann nach Blankenburg zurückkehren. Schon kurz nach der Besetzung der Stadt beantragt er die Aufhebung seiner Entmündigung. Der Amtsarzt stellt fest, dass Willi Zielke völlig gesund ist. Nach dem jetzigen Befund halte ich Herrn Zielke weder für geistig krank, noch konnte ich Reste oder Folgen der damaligen Erkrankung feststellen. Die Entmündigung wird 1946 aufgehoben. Zielke ist frei. Anfang Mai 1945 besetzen US-Truppen Tirol.
In Kitzbühel gibt sich Leni Riefenstahl den Amerikanern gegenüber ahnungslos. Die nachrückenden Franzosen allerdings sind nicht so leichtgläubig. Der französische Geheimdienst dokumentiert vernichtende Aussagen aus dem engsten Umfeld der Regisseurin. Sie kann nicht vorgeben, von den Verbrechen der Nationalsozialisten nichts gewusst zu haben. Bevor die Amerikaner ankamen, wurden Tag und Nacht Dokumente verbrannt. Der Chef der Einheit meint sogar, ihre Aufnahme in die Liste der Kriegsverbrecher sei vielleicht zu rechtfertigen, weil sie für Hitler die Zerstörung eines Ghettos gedreht habe. Ob sie tatsächlich solche Aufnahmen für den Diktator gemacht und die Beweise rechtzeitig verbrannt hat, lässt sich nicht mehr klären. In Frankreich und in Deutschland wird Leni Riefenstahl mehrfach vorgeladen, aber schließlich als Mitläuferin eingestuft und entnazifiziert. Wie so vielen Deutschen ermöglicht ihr das, über Jahrzehnte die Legende von einer unpolitischen Haltung während der Nazi-Herrschaft zu betonieren, die ihre Fans nur zu gerne glauben. Auf der Frankfurter Buchmesse wird die 98-Jährige im Oktober 2000 von Autogrammjägern umlagert. Ich denke, dass der Fall von Leni Riefenstahl einer der typischen Fälle ist, wo sich Menschen sehr weit in die Machenschaften des Dritten Reiches verstrickt haben, da auch aktiv mitgemacht haben und nach dem Krieg, dann nach dem verlorenen Krieg 1945, massiv an der Kreierung einer eigenen Legende mitgearbeitet haben. Was ist die Wahrheit? Eben, was ist die Wahrheit? Da muss ich eine direkte Frage haben. Ich kann darauf nicht sagen. Wahrheit ist jedenfalls das meiste nicht, was über mich geschrieben wird. Das hat mit mir nichts zu tun. Leni Riefenstahl stirbt am 8. September 2003 im Alter von 101 Jahren. Nach einer Karriere als Täterin und einem Leben ohne Reue. Thank you.